jetzt kommt mal eine andere Begrüßung. Servus Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, könnt ihr euch noch dran erinnern? KTM EXC Projekt, ja. Wir konnten da jetzt nicht mehr so viel filmen, weil wir wollten das Dekor ja nicht zeigen und die Plastikteile noch nicht alles zeigen, sonst wäre es ja langweilig gewesen. Aber das Bike steht jetzt hinter mir komplett fertig und ich würde sagen, ich klatsche euch am besten zum Bikeporn rein und dann seht ihr das Bike. Und dann melde ich mich einfach später nochmal. Und ja, ich würde sagen, ich rede gar nicht so lang um den heißen Brei rum. Ich würde sagen, let's go! Ja Leute, das ist das Bike. Ich hoffe, euch hat der Bikeporn gefallen. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da und ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Würde mich echt über jedes Abo freuen. Achso. Yo Leute, was geht? Ich will schnell das rein. Also wie man sieht, das ist der 250er Zweitakt KTM EXC. Ich würde sagen, sag einfach mal was über das Bike. Was ist Baujahr? Also das Bike ist Baujahr 2006. Das Bike wurde umgebaut auf 2011 auf Plastik, Humorats hat so da reingemacht. Ja, und halt Übersetzung und so weiter. Ach so. Verändert, also so wurde abgestimmt. Und ja. Was halt auch extrem geil ist bei den Felgen, finde ich, wenn man die, also diese Speichennibbel hier, die haben echt richtig geile Farbe. Die sind so dieses Lila, so dieses Flip-Flop-Farbe ist das, glaube ich, gell? Und die Narbe wurde auch, glaube ich, pulverbeschichtet, oder? Ne, ist ein Original, die sind eloxiert. Eloxiert? Ja, auf jeden Fall. Ich finde das Bike echt mega geil. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall ein Probefahrtvideo darüber. Auf jeden Fall. KTM EXC ist sowieso auf Supermoto, finde ich übergeil. Übersetzung haben wir auch ändern müssen, gell? Ja. Da fahre ich jetzt hinter 36 Zähne und vorne 14 Zähne. Und funktioniert eigentlich sehr gut. Ja. Und für alle die Leute, die sagen, KTM EXC wäre nichts für Straße. Also ich habe mir jetzt auch schon eine Meinung drüber gemacht. Bin ja auch schon gefahren. Also noch nicht selber mit dem Bike gefahren, aber auch schon. Bin halt neben ihm gefahren und ich muss sagen, das Bike, das dreht man eigentlich nicht arg hoch. Und man kann das echt gut unter Touring auf der Straße fahren. Da wird es im Gelände, finde ich, viel mehr beansprucht. Klar, kommt immer drauf an, wie man fährt. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert mich und ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall ein Probefahrtvideo, wird auf jeden Fall kommen und schreibt am besten mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Bike findet und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder nächste Woche. Peace.